Kopashi. Seit der Geburt seines Sohnes Baru ist er solo. Die Mutter-Kind-Beziehung war erstmal wichtiger. Doch heute, nach fast 4 Monaten, soll es ein Wiedersehen geben. So, wollen wir oder was? Anja, da gehst du raus mit dem kleinen Baru und düttelst ein bisschen mit dem rum und lenkst den ab, dass der möglichst nicht rumfiebt, weil dann wird Mutti nervös. Und wir ziehen hier drüben alles auf und gucken mal, wie es im Stall. Also wir lassen die erst im Stall zusammen, gucken, wie sie sich benehmen, die beiden. Und wenn sie sich gut benehmen, machen wir alles auf. Und zur Not schmeiße ich dich dazwischen, ne? Als Hölzchen. Du mich? Zum Verbeißen. Als Keil. Als Keil. Ne? Alles so. Klar. Die Rollen sind verteilt. Laila soll erstmal in den Stall. Hey! Na du, komm mal rein. Hallo, super, komm mit. Wunderbar. Am besten ohne den Junior. Hi, Dicke. Denn... Ach, das klappt ja hier wie Tüt. Bei ihr ist wieder Zeit für Zweisamkeit. So von der Natur her müsste es so sein, solange der Kleine eine bestimmte Menge Milch abnimmt, ist der Zyklus bei den weiblichen Tieren unterdrückt. Sobald die Milch nicht mehr so in dem Maße abgenommen wird, dann springt der Zyklus auch wieder an, dann wird die wieder heiß, kann auch wieder gedeckt werden. Und das dürfte jetzt so die Zeit sein. Und dann bedeutet das, dass theoretisch, mal ganz salopp gesagt, der Nächste angesetzt werden kann. Der nächste Braten in der Röhre sozusagen. Vom Spielplatz zurück, der Ex-Milchbubi. So, Anja. Nun, von Mama getrennt. Jetzt muss er bei Laune gehalten werden. Ein Fall für die Nanny, Anja. Bitte schön. Na dann. Baru, komm. Komm mit raus. Der Sohnemann ist abgelenkt. Na dann. Komm vor. Da kann er das Tête-à-Tête seiner Eltern beginnen. Also, Vorhang auf. Schreib mal Schreibe dazu, hä? Ja. Wenn sie durch ist. Genau. Hallo, Dicke. Doch statt des Techtelmechtels, da gibt's auf einmal Protest. Der Kleine, immer noch ein Lustkiller. Morgens im alten Vogelhaus. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Doch der Schein trügt und das hat was mit denen hier im Gebüsch zu tun. Sabine Olbrich weiß da mehr. Wir haben ja hier seit 2 Wochen von unseren Zwergpfeifgänsen Kinder im Vogelhaus mit rumlaufen frei. Die haben also hier in der Halle ja selber gebrütet und waren auch erfolgreich. Es sind 8 Küken geschlüpft. Die sind hier schon mit ziemlich aktiv unterwegs und machen ganz schön viel Dreck. Und genau da liegt das Problem. Die Kleinen sehen niedlich aus, sind aber Schmutzfinken. Kleine Entenküken machen ja immer viel Dreck oder Enten allgemein. Und wenn man Küken hat, umso mehr, weil die brauchen halt eingeweichtes Futter. Das matschen die dann schön breit. Und wenn man sich den Teich anguckt, dann, ja, schön ist mittlerweile anders. Sieht schon ein bisschen aus, als hätte man hier ein halbes Jahr nicht sauber gemacht. Aber Entenküken produzieren halt Mist. Und alle wollen sie aus dem Tümpel trinken, deswegen wäre schönes Wasser dann mal wieder ganz gut. Und so stürzt sich Sabine in die Drecksarbeit. Erstmal die Kloake abpumpen. Also hier möchte ich jetzt nicht reinfallen. Das ist schon so, ja, Hüfthöhe, wenn man drin steht. Ein Balanceakt. Ja, das ist halt ein bisschen kompliziert. So, hier ist irgendwo unser Schlauch versteckt. Und es riecht auch sehr schön. Ist es doch schon. So, jetzt wird es ein bisschen akrobatisch. Ich hoffe, ich treffe. Vorsicht. So. Das ist die Pumpe. Ich hoffe ja. Den hier wieder an und dann geht's vielleicht. Und? Ist auch Saft drauf? Klingt, als würde es laufen. Da bewegt sich doch was. Ja, es läuft doch. So, jetzt müssen wir abwarten. Die Pumpe ist angeworfen.
Wenn jetzt noch jemand schwimmen will, dann muss er sich beeilen. Amaretto, der kleine Krake. Er lebt seit kurzem im Mittelmeerbecken, muss sich gegen die alteingesessenen Südländer behaupten. So. Lothar Dudek kümmert sich um ihn. Jetzt werden wir ein paar Garnelen fangen. Da leben wir. Für Lothars Animationsprogramm. So, eine schöne Portion. Vielleicht entwischen ihm auch ein paar, da haben die anderen auch noch was zu fressen. Amaretto soll das Repertoire seiner Vorgänger pflegen. Allerdings wird Lothar nicht gerade anspruchsloser. Das ist meine Spezialzange. Da kann ich das Glas relativ weit vorn im Becken ihm übergeben. Er soll es mit runternehmen. Ich werf's also nicht rein. Er soll es abnehmen, mit nach unten führen und dann aufmachen. Mal gucken. Ja. Mal gucken, ob Amaretto das schon kann. Jetzt kommt er. Er kommt. Na? Lass los. Ach, du bist doof. Jetzt hängt er nicht und will er die Zange mitnehmen. Na los, jetzt hau ab. Hat er erst seinen großen Freund in Schriftbosch weggejagt. Und jetzt müssen die anderen Fische auch begreifen, dass er der Einzige ist, der an das Futter rankommt. Ausgerechnet für den Kleinen. Erschwerte Bedingungen. Das mussten die anderen natürlich nicht. Die konnten in Ruhe sich auf. Er muss sich ja auch noch hier auf seine vielen Kameraden konzentrieren. Manchmal sind eben selbst 8 Arme zu wenig. Nicht, dass ich es noch mal rausholen muss. Kali, die kleine Flugfuchsdame, erst wenige Wochen alt. Ihr Problem, sie fliegt noch nicht. Und das als Flugfuchs, naja, ist noch klein, hat noch Zeit. Maria Werner hat sie großgezogen. Ist ja da oben hängt unsere kleine Kali. Unser Flugfuchs. Jetzt soll Kali runterkommen. Klettern oder fliegen? Fliegen wäre besser. Klettern geht auch zur Not. Wir versuchen das tägliche Training halt beizubehalten, dass sie wirklich runterkommt auf den Pfeifton. Und heute wollen wir auch gleich nochmal wiegen. Für Azubi Mark. Na, kommst du jetzt? Heute der erste Tag. Hängt natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Normalerweise kommt sie immer runter auf den Pfiff, aber jetzt hängt sie so ungünstig. Vielleicht schafft es vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall so neugierig und hungrig. Ja, die denkt sich gerade auch schon einen Weg aus. Ich glaube, sie nimmt sich die Liane. Kommst du runter, Süße? Kommst du runter? Ich gebe dir einen Tipp. Du kannst fliegen. Du bist ein Flugfuchs. Komm her, Süße. Warten auf den Flieger. Da braucht man Geduld, ja. Der Zooparkplatz. Weite, gepflasterte Ödnis. Autoverkehr? Garantiert. Schatten? Fehlanzeige. Niemand käme hier auf die Idee, ein Nest zu bauen. Niemand? Doch, eine Pfauhenne hat in dieser Heckenrabatte ihre Eier abgelegt. Und nicht gerade, was man ein behütetes, sicheres Heim nennen könnte.
Doch die Henne scheint zu wissen, hier verkehren nur Tierfreunde. Einer von ihnen, Christoph Urban, schaut hin und wieder nach dem Rechten und staunt. Hier ist haufenweise Verkehr, hier parken Autos, hier sind Leute, die mal stehen und quatschen, so wie ich jetzt. Und hier sind Container, die gestellt werden, hier steht jetzt ein neuer Transportbehälter. Also das ist, hier ist immer was los, aber trotzdem ist es genau dieser Ort, der dem V gefällt. Und vielleicht wartet es auf den Bus, weil die Verkehrsanbindung so gut ist. Sie hätte sich überall im Zoo niederlassen können, aber sitzt hier, gelassen den Trubel aus. Wenn man jetzt näher an sie rangeht, dann ist die gestresst. Aber die lässt sich nie anmerken. Die überspielt das gekonnt. Machen ja viele Wildvögel so, dass wenn die auf ihrem Nest sitzen, dass die dann erstmal sich abducken und möglichst nicht auffallen. Also die vertrauen dann auf ihren Tarneffekt. Ich meine, da hast du so einen braunen Klumpenvogel, den sieht man jetzt nie unbedingt, wenn man nicht weiß, wo er sitzt. Außer Christoph weiß es kaum jemand. Und er weiß noch mehr. Die sitzt auf 5 Eiern. Und die dürften theoretisch demnächst auch schlüpfen. Also wenn sie bei ihren 28 Tagen Brutzeit bleibt, dann sollten die eigentlich jetzt das kommende Wochenende dann aus dem Ei gepoltert kommen. Und bisher war es immer so, die letzten Küken, die geschlüpft sind, also sind die letzten Jahre immer mal, wenn wir Weibchen hatten und die gelegt hatten, sind auch mal welche geschlüpft. Aber da hat sich meistens keiner drum gekümmert. Die sind dann mitgelaufen und stückchenweise dann verschwunden. Und hier sollen Kinder aufwachsen. Eine kleine Hilfestellung für Amaretto. So, na gut. Zweiter Versuch. Jetzt ist der Deckel noch locker drauf. Jetzt muss ich Spezi nur noch mal hinbegeben. Und bis jetzt lauern hier nur die anderen Spezies. Jetzt. Sehr schön. Geschafft. Also eine große Geschicklichkeit haben sie trotzdem. Den Deckel runter und dann sich so drauf gesetzt, dass die ganzen Garnelen drin bleiben. Die anderen gucken in die Röhre. Die Armfische. Da lässt wirklich keiner raus. Jetzt geht er ganz rein. Es könnte ja noch eine drin sein. Warte mal auf meine Spezi, wenn ich jetzt einen Deckel irgendwo mache. Ein herrliches Bild. Ja, Amaretto im Glas. Das gibt er jetzt nicht mehr her. Ah ja, dann muss ich wieder ein Glas Honig essen. Oder meine Frau fragen, ob sie ins rausrückt. Aber viele Freunde hat er sich heute nicht gemacht. Baru in Panik. Das Rendezvous seiner Eltern auf der Kippe. Sie ist voll auf den Klingen konzentriert. Das interessiert sie. Anja, komm rein. Langsam, Baru, langsam. Und sofort ist Ruhe. Ach, meine Ohren, ey. Ist das taub geworden jetzt? Dann war's das wohl mit der Romanze. Tja, Ideen sind gefragt. Wenn wir Kopaschi jetzt reinkriegen, mal da am Stall mal gucken lassen. Einfach mal im Stall sich noch mal schon mal gegenüberstehen durchs Gitter. Da kann der Baru schon mal den Kopf durchstecken. Und könnt ihr quasi mal mit dem Dicken mal ein bisschen näseln. Näseln? Zwischen Schwedisch und Gardinen. Ein Versuch ist es wert. Kopaschi! Kopaschi! Hey! Komm her, komm! Komm her, komm! Komm! Kopaschi
Kopasch, komm. Sieht nicht gerade überzeugt aus. Komm her. Die Zwergpfeifgänse als Landratten unterwegs. Der Stöpsel wurde gezogen in ihrem verschmutzten Teich. Für den Feinschliff gibt's jetzt nur noch Handarbeit für Sabine. Ist ja noch ein bisschen übrig geblieben vom Dreck. Das meiste ist damit weggelaufen, aber so können wir es nicht lassen. Sonst war das Ganze ablassen umsonst. Nein, mit Hochdruck geht's jetzt an den Schmutz. Das hier ist einfach Entenkacke, Futterrest und ja, die Vögel von oben machen ja auch hier rein. Die trinken zwar draus, aber im Grunde ist es ja mittig in der Halle. Die Flugzeuge hängen drüber, also es kommt ziemlich viel zusammen, was hier drin landet. Deswegen sieht das immer nach einer kurzen Zeit schon relativ eklig aus. Gut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, oder? Wahrscheinlich besser so. Abflussfrei ist anders. Rohrfrei. Und die ganze Sauerei endlich auch vorbei. Jo, das war's. Haben Sie gehört, jetzt kommen sie alle. Gucken sie alle und wollen ins Wasser. Die kleinen Umweltverschmutzer warten schon. Sabine dreht ja schon den Hahn auf. So, läuft. Doch für Schwänzchen in die Höhe, da dauert's wohl noch ein bisschen. Ja, es braucht eine ganz schöne Weile. Also bis heute Nachmittag ist es sicherlich so voll, dass man sagen kann, man kann die Enten hier unbeaufsichtigt lassen, also dreiviertel voll. Dann haben die eine Chance rauszukommen, weil hinten ist ja auch so eine kleine Flachwasserzone, aber so ganz voll wird es dann erst über Nacht. Ob das heute noch was mit Baden wird? Na mal sehen. Lubanga und ihre Meute. Derzeit fast ein Fall für das Ordnungsamt. Es geht um Erregung öffentlichen Ärgernisses. Deshalb gaben sich hier die Handwerker die Türklinke in die Hand. Auch die neuen Schutzfolien auf den Sichtfenstern haben schon wieder mächtig gelitten. Doch Jens Hirmer, der Bereichsleiter, lässt sich sowas nicht gefallen. Es steht ja nur 1-0 für die Jen bei der Scheibenfirma. Wir haben ein bisschen aufgerüstet. Das kann ich euch dann gleich mal zeigen. Kommt mal mit. Was denn? Oh, Spannung pur. Naja, wir haben mal ein bisschen zugunsten der Scheibenfirma investiert. Wie man sieht, haben wir hier einen Stromzaun verlegt, um die Hyäne erstmal abzuhalten, sich mit der Folie zu beschäftigen. Also hier kann man das ja sehen. Ja. Es gibt schon eine Stelle, wo sie wieder dran rumgewirkelt hat. Das ist rausgerissen ein Stück. Ja, ist auch schon wieder bekratzt hier. Das ist jetzt nachher neu. Und also Hoffnung ist natürlich, dass die Hyäne erstens sofort merkt, dass hier vielleicht der Stromzahn ist. Also der Stromzahn kennt sie ja von der Begrenzung hinten. Wenn nicht, ja, naja gut, manchmal tut Lernen auch ein bisschen weh. Aber in dem Fall ist es angebracht, weil das wird uns nämlich zu teuer mit der Scheibengeschichte. Stromschläge. Wegen des klaren Durchblicks. Doch Jens hat noch mehr in petto. Zur Ablenkung gibt's kleine Imbisse. Fantasievoll im Gehege verteilt. Man könnte ja auch mal Ochsenschwanzsuppe machen. Zum Beispiel. So, hier noch ein kleines Häppchen. Ha! Hier haben wir noch eine Ochsenschwanzsuppe. Der Oma hat früher immer gesagt, in die Suppe gucken mehr Augen rein wie Fettaugen raus. So ist es nicht. So, hier kann man da auch noch was verstecken. Oh, hier ist was zum Klemmen. Da macht einer Jörg Gräser Konkurrenz. Ja, und in Jörg seine Fußstapfen kann ich ja eh nicht treten mit seiner Bastelei. Das versuche ich gar nicht erst da, ihm vom Thron zu stürzen. Also mache ich es auf meine Art. Dann merken sie wenigstens, wenn Jörg wieder da ist. So, hier noch ein kleines Rippsche, ein kleines Leckerli-Rippsche, ab in die Spalte. Rippchen im Nesselmandel, würde ich es nennen. So, einen haben wir noch. Ja, das ist schön Knochen.
Komm, ein bisschen fies müssen wir sind. Das Auge ist ja schließlich mit. Zuckerbrot und Peitsche. Da sind alle gespannt. Hier nix. Kein Flieger gestartet. Kali hat immer noch Flugangst. Und die langsam Nackenstarre. Ich glaube, am liebsten wäre es jetzt, wenn ich ihr entgegenkomme, aber dafür bin ich zu klein. Komm hier. Komm hier, Schneckchen, hier. Ja, wie bist du denn hochgekommen? Komm doch genauso runter, hm? Kali, Mausi. Komm hier. Maria glaubt an sie. Das Abwarten nur Taktik. Sie denkt immer lange nach und wenn sie dann einmal einen Weg hat, dann klappt das eigentlich sehr gut. Klar. Aber irgendwie musst du ja auch hochgekommen sein. Also ich schätze mal, dass es schon kleine Flugversuche immer startet, wenn wir nicht da sind. Also gerade nachts. Weil morgens hängt sie immer irgendwo. Und jeden Tag hängt sie höher. Es ist auf jeden Fall ein Vorschritt. Also am Anfang hing sie ja wirklich immer nur auf Augenhöhe. Und jetzt so weit oben und an diese Stelle kann sie nur geflogen sein. Weil hochklettern wäre wirklich eine Glanzleistung gewesen. Also sie kann fliegen, will nur nicht. Plan B wäre jetzt, einen längeren Ast hinzustellen. An dem soll sie jetzt runterklettern. Entweder rennt sie jetzt panisch weg oder es klappt. Ja, entweder oder. Oder? Guck mal, Anna. Huch. Auf dem Parkplatz hat sich was getan. Völlig unbemerkt sind zwei Küken geschlüpft. Doch wer kümmert sich um die kleine Familie? Christoph Urban füttert die Pinguine am anderen Ende des Zoos. Zum Glück sind Marcel Alaze und Kurator Ruben Holland in der Nähe. Zwei sind schon mal. Zwei. Aber die beiden sind schon relativ weit, ne? Weit, deswegen müssen wir auch mal gucken, ob die anderen Eier überhaupt noch, noch was werden oder nicht. Sollen wir sie sonst rübersetzen? Oder? Ich würde sagen, weil wenn die heute Nacht dann oder heute Abend irgendwo losläuft. Ja, dann haben wir sie dann verloren irgendwo genau, im Zoo. Dann kommt der Fuchs oder die Krähe. Und dann da kommt doch lieber der Bereichsleiter. Ab geht's ins Außengehege der Tierklinik. Hier kann sich die Pfau-Familie ganz wie zu Hause fühlen. Und die Küken sind in Sicherheit. Denn draußen im Zoo, da lauern viele Gefahren. Weil die Kleinen natürlich auch nicht fliegen können und wir natürlich im Zoo auch den einen oder anderen Fuchs und den Waschbär haben. Und bevor sie uns da gefressen werden, haben wir sie jetzt erstmal da sicher, bis sie ein bisschen größer sind. Und wenn sie dann anfangen zu fliegen und selber aufbauen können über Nacht, dann können wir sie auch wieder rauslassen. Aber vielleicht kriegen die hier ja auch noch Geschwister. Immerhin liegen noch drei Eier im Nest. Sieht man da was? Das sind sie nicht. Nö, jetzt müssen wir im Prinzip mal die Lampe dran halten. Ins Wachrohr gehen und die Lampe dran halten. Auf die Eiermänner wartet inzwischen Christoph Urban in der Wasservogelaufzuchtstation. Der Mann hat Durchblick. Soll man Licht wieder ausmachen? Oder? Nee, müssen wir ausmachen. Schon zu und Licht aus. Was verbirgt sich hinter dieser rauen Schale? Zurück bei den Scheibenkratzern. Grünes Licht. So. Für das Buffet. Na, die wittern schon was.
Aha. Nochmal die Kurve gekriegt. Ja, suchen tun sie. Sie hat erstmal das mit der Scheibe mitgekriegt. Aha. Der Ablenkungsplan scheint aufzugehen. Lubanga, die Rädelsführerin, im Fleischrausch. Na was denn du, friss mal langsam, Mensch. Ich wundere mich jetzt überhaupt, dass sie so nervös so ein bisschen hinherläuft. Da hat das Fleisch im Maul, die riecht genau das noch. Ich habe ja, 4 Stücke sind es ja noch, die ich versteckt habe. Das lässt sie keine Ruhe, die will die erst mal finden. Aber erst mal jeder Plan auf, sie sind beschäftigt mit Fressen suchen und lassen erst mal ein bisschen von der Scheibe ab. Das schimmert so. Jens' Plan, ein Erfolg. Vorerst. Auf Kontakt mit dem mysteriösen Draht hat offenbar keiner Lust. Lubanga, die wird wohl auch nicht dran gehen, die wird es wohl wissen. Die Jungtiere, dass vielleicht aus Versehen mal drankommen. Aber glaube ich fast ja nicht. Ich denke mal, die wissen das alle drei, dass das hier. Naja, Mensch, gut, solange wir die so beschäftigt sind, ist die Welt in Ordnung. Freut mich, dass mein Rippchen so ankommt. Doch. Das wird plötzlich zur Nebensache, denn Daras Vorliebe für Schutzfolien war wieder erwacht. Na, das hat gesessen, die Nummer. Tja, wer nicht hören kann, muss fühlen. Also ich glaube, es steht jetzt so langsam 1:1. Ich kann hoffen. Und? Will hier etwa jemand einen Nachschlag? Doch der Schock sitzt tief. Ob das auch so bleibt? Kopaschi auf Abwägen. Nach mehr als 100 Tagen Abstinenz ist gerade sein erstes Treffen geplatzt. Doch die Kuppler geben eine zweite Chance. Ja, man muss sich da langsam rantasten. Also wir haben ja auch keine dauerhaften Erfahrungen. Und wir haben jetzt auch mit anderen Zoos schon gefragt, wie die das machen. Und die meisten warten eben mit dem ersten Zusammenlassen deutlich länger. Und geben sogar, ja, vielleicht kommt er ja jetzt. Ja, jetzt kommt er. Das ist gut. So. Halt, warte, ich mach zu. Nimm mal den Arsch weg. Ja. Also Zeit zum Näseln. Doch nicht Laila, sondern der kleine Schreihals von eben meldet sich. Also das ist quasi der Direktnäselkontakt, der erste Direktnäselkontakt seit Geburt. Sieht schön aus. Also sieht eigentlich echt schön aus. Aber der will zu dem, ne? Ja. Herrlich. Und Mama Laila kommt auch langsam in Stimmung. Hat sie gerade geflamed, also diese Nase so hochgenommen. Und hat so komisch die Lippen dabei gehoben, weil sie an der Nase dran hängt. Die testet also den Geruch, der da ist. Und jetzt hat sie erstmal alles markiert, was es da so gibt, also ist alles ihres. Und testet das nochmal, dass es auch ja nach ihr riecht. Da flammt ja die alte Liebe wieder auf. Das macht Hoffnung. Jetzt vom Bauch raus würde ich sagen, wenn man jetzt aufziehen würde, dann würden hier 3 Taubiere entspannt durch die Gegend laufen. In einer halben Stunde. Aber das wollen wir halt vorher nochmal abklären. Weil jetzt war vereinbart nur die beiden Großen, das haben wir abgebrochen und nächster Schritt ist dann die Dreier-Variante. Und da wird der Kleine vom Störenfried zum Bindeglied. Vielleicht gibt's ja bald einen kleinen Spielkameraden. Zurück im Vogelhaus. Der Teich inzwischen reichlich mit Frischwasser gefüllt. Aber Badegäste? Keine. So, wo sind sie denn? Die Zwergpfeifgänse haben bei ihrem Landgang was Besseres entdeckt. Ich glaube, die müssen wir nicht mehr füttern. Im fremden Revier. Ja, die haben sich ihre Hälse schön mit dem Straußwachtelfutter vollgeschlagen, was eigentlich nicht für sie gedacht ist. Aber ist ja allgemein so, die Pfeifgänse fressen ja relativ viel Getreide. Deswegen packt man ja oft die Futternäpfe immer ein bisschen Reis und Hirse und so gekeimte Sachen. Da stehen die wirklich drauf und finden es auch ganz lecker. Und deswegen fressen die auch diese Körnerschalen immer ratzfutz leer. Tja, die wissen eben, was gut schmeckt.
stellen wir jetzt einfach die Näpfe hin und dann werden die schon irgendwann mal schauen. Also die hier werden sich jetzt nicht um das Futter scheren, weil die sind wirklich vollgefressen. Aber ja, man sieht es ganz schön vorne, die Hälse sind richtig gefüllt und die kippen schon fast nach vorne um. Also das ist schon mehr als gut gefressen. Da könnte doch etwas Bewegung nicht schaden. Na dann auf, zu neuen Ufern. Auch im Vogelhaus gibt es einen Wildwechsel, so wie es scheint. Ja, haben das Becken wieder eingenommen, wissen, dass das Wasser wieder drin ist und halten aber scheinbar doch lieber Mittagsruhe jetzt. Mittagsruhe? Die haben wohl eher noch Kohldampf. Na ja, klar, da ist Hirse drauf, das müssen sie noch wegputzen. Bei den Pfaueneiern kommt jetzt die Wahrheit ans Licht. Ja, also hier schwimmt die Luftblase. Ja. Das ist, es kann sein, dass es wieder so ein Explosionsei ist, was quasi befruchtet war. Und dann leider abgestorben ist. Und das zweite? Das sieht aus wie unbefruchtet. Also das ist sehr, sehr hell. Zumindest also Küken ist zumindest nicht drin. Nee. Aber das bewegt sich alles zu sehr. Also wenn jetzt hier was in Ordnung wäre, aber dann hätte man eine klar abgegrenzte Luftblase, die sich nicht verändert. Bleibt nur noch eine Hoffnung. Oh, und das sieht aus wie ein Explosionsei. Ich wollte sagen, gehen wir mal einen Schritt zurück. Also das war definitiv befruchtet, das Ei. Hier sieht man auch schön, dass die Luftblase richtig abgegrenzt ist. Also das wird auch eins sein, was explodiert, wenn man es anhackt. Also das ist auch so ein unleckeres Ei, sag ich mal. Zwei Küken aus 5 Eiern. Und dabei bleibt's. Wunderbar. Und die Faunhände mit den beiden Küken sitzt jetzt neben der Tierklinik. Okay. Stell noch eben ein Schälchen Wasser da rein. Habt ihr Futter schon drin? Futter habe ich hier jetzt, der Eimer steht ja noch da. Noch soll ich schnell noch was schneiden? Ja, das ist schnell gemacht, also bloß ein bisschen Apfel und so, dass er ein bisschen was Fruchtiges hat zumindest. Vitamine für Henne und Küken und ein sicheres Umfeld, indem man Kinder gerne großzieht. Im Schrank des Schreckens gibt's eine neue Mieterin. Gestatten, Vogelspinne Gisela, frisch aus Thüringen eingetroffen. Und um dieses niedliche Krabbeltierchen kümmert sich Sabine Olbrich. So. Also die haben Kollegen mit aus Erfurt gebracht vor, ja, gut anderthalb Wochen haben sie jetzt hier. Haben sie prompt auf Gisela getauft. Folglich, ja, hat sie halt einen Namen gekriegt, auch wenn sie sich bisher nicht dafür interessiert. Gisela, eine brasilianische Baumvogelspinne. Im Gegensatz zu ihrer Nachbarin ein echter Karwenzmann. Ein Prachtexemplar. Jedoch rätselhaft für Sabine. Bisher ist ihr Appetit ausgeblieben. Ja, was Gisela gern möchte, wissen wir noch nicht. Also bisher wollte sie nichts fressen, weder Grille noch Heuschrecke. Wird sich also noch zeigen. Wir haben heute noch mal eine Heuschrecke mitgebracht. Vielleicht hat sie sich ja jetzt das anders überlegt. Suchen wir mal eine große. Oh. König Heuschrecke. Schnell. Ja, die ist ein bisschen klein. Suchen wir mal was Besseres. Hier ist doch die schöne. So, einmal Fluchtgefahr bändigen, bitte. Sieht jetzt ein bisschen gemein aus, aber ich hoffe, sie merkt davon nicht allzu viel. Du weh, du hüpfst uns jetzt hier raus. Ui, möchtest du das tatsächlich essen? Gucken, möchtest du die? Sie ist mir ein Rätsel. Aber erst wollte sie ja zubeißen, aber dann ist sie doch rückwärts. Ja. Immer noch nicht hungrig, die Gisela?
Also durch die Tasthaare merkt die ja, was hier passiert. Aber die hat ja auch oben zwei Augen. Also die kann durchaus schon gucken, was hier um sie herum passiert. Ist wohl einfach nicht in Fresslaune. Letzter Versuch. Könnt ihr mal da sitzen lassen? Vielleicht entdeckt sich's ja, wenn keiner guckt. Doch auch das hier lässt sie kalt. Naja, dann eben keine Fütterung. Dann gibt's irgendwann im Laufe der Woche nochmal einen Versuch. Mal sehen, ob ihr dann der Magen knurrt. Die Schnecke will nicht. Hallo Mäuschen, kommst du runter? Auf Mäuschen hört sie auch nicht. Komm runter, Süße, los. Süße? Nee. Komm her, Schnecke, komm. Na los, trau dich. Schnecke hatten wir schon. Langsam gehen Maria hier sogar die Kosenamen aus. Ui. Komm runter, Süße, los. Die Muntjaks, scheue Zwerghirsche, verstecken sich am liebsten in ihren Höhlen. Der jüngste Bewohner wurde von Robert Ruß noch nicht mal gesichtet. Vor kurzem ist ein Jungtier geboren und wir hatten eigentlich immer das Glück, dass sie vorne in den Schleusenhütten die ersten Tage lagen. Da konnte man das dann ganz gut greifen und auch sehen jeden Tag. Aber da liegt es natürlich nicht. Und deswegen müssen wir jetzt in die großen Hütten drin gucken. Und da ist relativ dunkel drin und versteckt. Und da muss man jetzt mal mit der Lampe ein bisschen drin leuchten, dass wir das dann auch entdecken können. Und eine Ohrmarke soll das Kleine auch gleich bekommen. Man muss bloß aufpassen, wenn man die greift, die Jungtiere, weil die dann auch natürlich losquieken. Und die anderen Muntjaks natürlich sehr interessiert an dem Quieken sind. Und meistens kommt dann als erstes die Mutter an und will dann auch drohen. Man hat ja eine tatkräftige Unterstützung meistens dabei, hier wie zwei Mädels. Die können mich dann tatkräftig unterstützen, wenn es hart auf hart kommt. So, leg mal los, oder was? Da guckst du erst mal hier in die Hütte rein. Hallo. Schon mal nicht. Andere Seite. Die moralische Unterstützung. Jenny und Jule. Ne? Ist eine gute. Aber keine Spur vom Mini-Muntjak. Vielleicht hier. Aha, ich hab's schon entdeckt. Ach, kein Versteck sicher vom Robert. Dann sollte das mit der Ohrmarke ja auch schnell erledigt sein. So, Jenny, ich brauche dich jetzt auch, weil das liegt natürlich an der blödesten Ecke. Okay. So, Jule, du stellst dich vorne mit der Schippe ja an einer, sodass du, warte mal, guck mal her, wie du von der Breite her passt. Ja, ungefähr so, das siehst du ja, wenn das Jungtier ja kommt, dann musst du einfach schnell packen, das kriegt man ja eigentlich auch. So, stellt sich hier vorne, ist ein Eingang, stellt sich da in Jule, wo? Verdeckst den Eingang mit der Schippe und Jenny steht hier vorne. Okay. Mit der Schippe und ich schraube hier hinten das Dach auf und hebst hoch. Dann müsstest du Dach halten. Und gleichzeitig zugreifen? Ein Problem. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Ja. Das Kleine hat auf, Jule. Das schnell erkannt. Nicht so ideal, aber es ist natürlich doof, weil die blöde Decke hier so schwer ist. Tja, das bleibt ein Versteckspiel für Robert. Ein Verlassener. Vor ein paar Tagen haben die Sonnenrallen diesen Ort bezogen. Seitdem ward sein Weibchen kaum noch gesehen. Wir haben jetzt hier die Futternäpfe für die Sonnenrallen, die zwei, die wir jetzt vor kurzem rausgelassen haben. Aber in der Halle ist es natürlich so, jeder frisst von jedem. Deswegen, wenn auch die Schalen am nächsten Tag fast leer sind, heißt es natürlich jetzt nicht, dass die Art das nur gefressen hat, sondern nur andere Arten das gefressen haben. So, jetzt werden wir füttern.
Steffen Thies hofft nun mit diesem reichen Mahl, dann kannst du bitte mal halten, ihm die Holde zurückzulocken. Mal gucken, vielleicht sehen wir mal die beiden. Woran kann man die unterscheiden? Die Zahnreihen? Am Ring. Sonst eigentlich nicht. Er kommt zum Essen, aber wie erwartet, allein. Wir haben ja eigentlich normalerweise eine Futterschale für die Arten, aber durch das Weibchen haben wir zwei Futterschalen, das sind ja zwei verschiedene Stellen. Na, das Weibchen, das war am Anfang auch auf der Anlage geblieben. Ja, und dann hat das Weibchen mal gedacht, ich muss mal die Halle erkunden. Ja, jetzt ist er überall und hält mich ein bisschen auf Trab. Tja, da müssen die Männer warten. Das ist der Mann. Aber wie gesagt, irgendwie das Weibchen. Ich lasse mir halt immer sagen, wo sie gerade ist. Und letztes Mal war es auch so lustig gewesen, dass sie mit dem Boot gefahren ist. Und dann ist sie vorgestern wahrscheinlich auf dem Dach gestanden und ist dann in den Tunnel reingefahren mit dem Boot. Komisch, ja, das ist halt Tierbeschäftigung oder sowas, ich weiß es nicht. Aber ich denke mir, das Weibchen ist schon irgendwo. Das dauert seine Zeit, bis es dann relativ ruhiger wird. Und dann läuft er mit dem Mann dann auch mit. So. Und während sie sich noch irgendwo in der Tropenhalle rumtreibt, frisst er alles in sich rein. Mehlwürmer und Körner und alles andere. Ob das glücklich macht? Aber jedenfalls ziemlich satt. Fürs Erste. Hier tut sich nichts, trotz Kosenamen. Oder doch? Guck eine an, komm runter. Also, geflogen ist das nicht und geklettert auch nicht. Hallo, fällst du noch? Na sowas. Kann auch schön noch halten. So, und jetzt wollen wir ja finalen Abschluss machen, wa? Aber hallo. Und es zählt jetzt. Wir haben heute ein bisschen nachgeholfen. Es war mit Trick 17. Aber es war da auch mal ganz lustig, ne, Schnecke? War ja auch eine schwierige Position. Es ist wirklich sehr schwierig gewesen. Na gut, wir erzählen es nicht weiter. Naja, Schnecke. Ja, jetzt dich wieder hier entflechten ist genauso schwer, wie dich dran zu bekommen. Ja, lass los. Jetzt haben wir hier eine Schleuder gleich. An. Hauptsache Maria und Marc kommen heute überhaupt noch mal an Kali ran. Schließlich wollen sie sie ja eigentlich nur wiegen. Ja. Weil sie das nicht mag, muss man sie immer ein bisschen einpacken. Ab, weg ist sie. 170 Gramm. Also wo wir sie rausgelassen haben, hat sie ungefähr ein Gewicht von 185 Gramm gehabt. Und also sie hat ein bisschen abgenommen, aber das liegt daran, weil sie auch verdammt viel Bewegung hier draußen hat, als in dem kleinen Käfig. Auch schnell wieder zurück. Ja. So gut. Jetzt darf Marc aber auch mal. Ja, sie hat ja vier Hände, ne? Sie kann sich überall festhalten. Ja, so, ja. Genau. Ja. Ja. Ja, auch schön ins Gesicht, herrlich. Genau. So, und am besten eine Hand davor halten. Ja. Wenn sie einmal krabbelt. Ab. Ja. Ganz neu ist er hier, als Azubi. Mein erster Tag hier im Vogelhaus. Und direkt so ein schönes Erlebnis. Ah, du sollst mich nicht beißen. Gleich vom Flugfuchs gebissen. Tja, jetzt musst du wohl mitgehen. Hältst du dich dort fest? Das war's für heute für Kali. Genau. Gesprochen. Nicht mehr lange, dann kann sie vielleicht wirklich fliegen und darf dann mit den Großen rumhängen. Bei den Muntjaks, das Kleine wieder verschwunden. Ja, zum Jungtier fangen sind die Hütten wirklich blöd. Aber bis jetzt hat man eigentlich immer Glück, dass sie eine Schleusenhütten auflagen. Da kann man es gut packen, jetzt ist wirklich die andere Hütte hier rein, war. Robert und seine Mädels geben aber nicht auf. Das Kleine soll doch seine Ohrmarke bekommen. Aha.
Tja, der Protest hilft da gar nichts. Die Kinder fangen auch schon an zu heulen, siehst du? Ja, siehst du, da kann man noch mal sehen, wie so ein Mund reagiert. So, alle raus. Oh, siehst du. Ja, gucken wir mal nach, wie schlecht. Das ist ein Mädchen, das ist immer schön. So. Oh, mal da ist sie drinnen, wa? Das sieht ja ganz gut aus. Ist das? Da so. Ja, und drauf. Richtig durchdrücken. Sehr schön. Ring 34. So, jetzt werden wir nicht länger stören. Warte mal kurz. Ja. Der Papa wartet schon auf seine Tochter. Ab geht's. Ah, hat ein bisschen Stress jetzt. Ah, es wird sich schon wieder beruhigen. Ah? Genau, das ist die Mutter. Sieht man nämlich gleich schön, wie sie sich wieder um das Kleine kümmert, ne? Alles okay. War schon gut. War schon gut, dass ich zwei Frauen statt nur eine hatte. Das ist immer sehr schön. Zwei Frauen sind immer besser als eine? Ja, ob das nur immer besser ist, weiß ich nicht, aber in dem Fall schon. Wunderbar. Teamwork. Da ist es schneller vorbei. Gut für die Kleine. Tigerin Bella und ihre beiden Söhne Ivo und Tamur, die bekommen heute eine kühle Abwechslung. Und ihr Pfleger, Florian Ludwig, der bewahrt bei allem einen kühlen Kopf. Jo. Eis mit Fleischgeschmack. Mal sehen, ob das überzeugen kann. Erfahren werden wir das in der nächsten Sendung. Außerdem eine schwere Operation an einem Bartaffen. Und das kleine Ozelot darf endlich raus. Elefant, Tiger und Co. Bis dann. Tschüss.